Hi und herzlich willkommen zu einer Frage, die euch mit Sicherheit auch in eurem mündlichen Mathe-Abi irgendwie so begegnet, wenn ihr zum Thema Vektoren befragt werdet. Und es geht so los. Ich diktiere euch erstmal zwei Punkte, die ihr euch bitte notiert. Macht das jetzt auch wirklich, ne? Also zack, Zettel, Stift, zücken und los geht's. Der erste Punkt heißt A, 1, 1, 1. Und der zweite Punkt heißt B, 2, 2, 2. Und wenn ihr das notiert habt, hätte ich jetzt gerne von euch die Gleichung einer Geraden. Die sollt ihr G nennen und die soll durch die Punkte A und B verlaufen. Video auf Stopp und los geht's. Ja, wenn ich die Aufgabe bekommen hätte, hätte ich gesagt erstmal laut natürlich, alles klar, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 1, 1, der Punkt B hat die Koordinaten 2, 2, 2. Einfach um nochmal sicher zu gehen, dass ich die Koordinaten richtig verstanden habe, weil nichts ist blöder, als wenn ihr euch irgendwie gerade verhört habt oder vielleicht sind ja noch Masken wegen Corona, man hört nicht so richtig, was gesagt wurde. Wiederholt die Punkte safety-mäßig und dann kann nichts passieren. Weil wenn ihr was Falsches habt, dann korrigieren die euch in dem Fall, ne? Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, G Doppelpunkt, Vektor x ist dann gleich. Ich brauche einen Stützvektor, Fachwort. Dafür könnte ich OA nehmen oder OB, sage ich auch wirklich beides, um mein Wissen zu präsentieren. Ich wähle jetzt OA, dann kommt plus R mal, also Parameter mal ein Richtungsvektor. Und dafür könnte ich AB oder BA nehmen. Ich wähle mal Vektor AB. Also Folgepfeil, weil ich einsetze, G Doppelpunkt, Vektor X ist gleich. OA wäre als Ortsvektor 1, 1, 1. Und AB ist ein Verbindungsvektor. Da muss ich immer Ende minus Anfang rechnen. Also 2, 2, 2, minus, 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 1, 1, 1. Und dann wäre das 1, 1, 1 als Stützvektor. Plus R mal 1, 1, 1 als Richtungsvektor. Und wenn ich zeigen will, dass ich besonders elegant bin, dann denke ich daran zu sagen, R Element der reellen Zahlen. Dass also für diesen Parameter R hier alles Mögliche überhaupt, was wir uns in der Schule an Zahlen vorstellen können, eingesetzt werden kann. Nächste Aufgabe, weil bei so einer geraden Gleichung bleibt es ja nicht, da wird ja sicherlich nachgebohrt. Ich diktiere euch einen weiteren Punkt dazu. D mit den Koordinaten 6, 8, 0. Bitte aufschreiben, ne? Der Punkt D, 6, 8, 0. Und ich möchte jetzt von euch, dass ihr mir nachweist, dass dieser Punkt nicht auf der Geraden liegt. Und zwar möchte ich das nicht mit einem Argument, sondern ich möchte, dass ihr mir das mit einer Rechnung nachweist. Video auf Stopp und los geht's. Ja, ich habe bei der Frage extra betont, dass ich es nicht mit einem Argument haben möchte, weil man könnte ja argumentieren, wenn A 1, 1, 1 und B 2, 2, 2 drauf liegt und der Richtungsvektor 1, 1, 1 ist, dass sozusagen die Schnapspunkte auf der Geraden liegen. Also immer alle drei Koordinaten müssen gleich sein. Und das heißt, man sieht schon, 6, 8, 0 kann nicht drauf liegen, weil entweder ist es 6, 6, 6 oder 8, 8, 8 oder 0, 0, 0. Aber drei verschiedene Koordinaten kann diese Geradenvorschrift gar nicht enthalten. Wenn ich es aber rechnerisch mache, dann muss ich sagen, meine Idee ist es hier, eine Punktprobe durchzuführen. Und Punktprobe bedeutet, man nimmt sich jetzt OD, also den Ortsvektor zum Punkt D, 6, 8, 0, und setzt den auf die linke Seite der Geradenvorschrift ein. Also quasi hier als Vektor x. Und dann habe ich auf der rechten Seite stehen, 1, 1, 1 plus R mal 1, 1, 1. Das kann ich jetzt hervorragend in ein lineares Gleichungssystem umwandeln, ein LGS. Dann ist in der ersten Zeile 6 gleich 1 plus ein R, in der mittleren 8 gleich 1 plus ein R und unten 0 gleich 1 plus ein R. Und dann löse ich jede Zeile nach R auf und weise halt nach, dass da unterschiedliche Rs rauskommen. Also hier müsste ich minus 1 rechnen, hier auch und hier auch. Und dann steht in der ersten Zeile, dass R 5 ist, in der zweiten Zeile steht, dass R 7 sein soll
und unten steht, dass er minus 1 ist. Und das ist natürlich ein fetter Widerspruch, ne? Da kann man so einen Matheblitz hinmachen und sagen, da gibt es keine Lösung für dieses Gleichungssystem, weil es müsste, damit da eine Lösung entsteht, für jedes R in jeder Zeile auch das Gleiche natürlich rauskommen. Und damit weiß ich, der Punkt D ist kein Element der geraden G. Der Punkt D liegt also, rechnerisch gelöst, nicht auf der Geraden drauf. Ja, und Fachworte, die hier hätten fallen sollen, wären natürlich einmal sowas wie Punktprobe, lineares Gleichungssystem und keine Lösung oder Widerspruch, ne? Sowas solltet ihr da sagen. Und für den ersten Teil der Aufgabe wären super so Worte wie Stützvektor, Richtungsvektor, Ortsvektor. Parameter hatten wir schon gesagt, Verbindungsvektor wäre auch nicht schlecht. Ja, und ich empfehle euch so eine Art Fachwortverzeichnis für euch zu machen, also vielleicht wirklich einfach ein altes Vokabelheft zu nehmen und euch dann so Sachen immer auf die linke Seite zu schreiben, von den Vokabelheftspalten wie Stützvektor, Richtungsvektor, und auf die rechte Seite in 2, 3 Worten kurz beschreiben, was das eigentlich genau ist. Damit ihr das nochmal kurz durchgehen könnt vor der Prüfung, dann möglichst mit vielen Fachworten in der Prüfung glänzen könnt. Ja, bei Fragen meldet euch jederzeit gerne. Hier geht's weiter mit dem FAQ-Katalog. Viel Erfolg euch! Und wenn ihr Lust habt, abonniert natürlich sehr, sehr gerne den Kanal und unterstützt mich zurück, so wie ich euch hier auch unterstütze. Ciao!